Wie geht's? Wir haben heute die Fragewörter. Die Fragewörter. Die Fragewörter mean in English question words. Question words. Nummer 1. Wer? Wer? What mean wer? Who? Wer mean who? Fragt nach Personen. Fragt nach mean ask for. Personen mean people oder person. Wer mean who? Fragt nach Personen. Dann Beispiele. Wer hat das Lineal? Who has the ruler? Antwort. Der Schüler, the student. Wer hat das Lineal? Der Schüler. Dann, wer ist das? Who is this? Das ist Tomar. Oder, das ist mein Vater. This is Omar. Oder, this is my father. Okay, wer? Fragt nach Personen. Wer hat das Lineal? Der Schüler. Wer ist das? Das ist Omar oder mein Vater. Dann, was? Nummer 2. Was? Mean in English, what? What? What fragt nach Sachen und Tiere? Sachen und Tiere. Fragt nach mean, ask about oder ask for. Ask about things und animals. Sachen und Tiere, things und animals. Dann die Beispiele. Was ist das? Das ist ein Buch. What is this? This is a book. Was ist das? Das ist ein Buch. Dann, was ist das? Das ist eine Katze. Was ist das? Das ist eine Katze. What is this? This is cat. Dann, wie? Wie mean how? Wie mean how? Wie? Wie? Fragt nach Adjektive und Farben. Adjektive und Farben mean adjectives und colors. Adjectives and colors. Wie? Wie fragt nach Adjektive und Farben? Dann die Beispiele. Zuerst, wie ist der Hund? Er ist klein. Wie ist der Hund? Er ist klein. How is the dog? He is small oder little. How is the dog? He is small oder little. Dann, wie ist die Jacke? Sie ist braun. Wie ist die Jacke? Sie ist braun. How is the jacket? It is brown. How is the jacket? It is brown. Dann, wie alt? Mean in English, how old? Wie alt? Mean in English, how old? Wie alt? Beispiele, wie alt ist Omar? Er ist 10 Jahre alt. How old is Omar? He is 10 years old. Wie alt ist Omar? Er ist 10 Jahre alt. Dann, wie viele? How many? Wie viele? How many? Wie viele Geschwister hast du? 3 Geschwister. Wie viele Geschwister hast du? 3 Geschwister. Mean in English, how many? How many?
dann wo. Wo mean where. Where. Dann die Beispiele. Wo wohnst du? Wo wohnst du? In Kairo. Where do you live? In Kairo. Wo wohnst du? In Kairo. Dann, wo ist dein Buch? Ist dort. Wo ist dein Buch? Ist dort. Oder hier. Where is your book? It is there oder here. There oder here. Dort oder hier. Dann, 7. Woher? From where? From where? Woher? From where? Die Beispiel. Woher kommt Peter? Aus Deutschland. Woher kommt Peter mean? Where is Peter from? Where is Peter from? Peter from German. Peter from German. Woher kommt Peter? Aus Deutschland. Dann. Wohin? Wohin mean to where? Wohin mean to where? Wohin? Beispiele. Wohin gehst du? In den Club. Wohin gehst du? In den Club. Where are you going? To the club. Where are you going? To the club. 2. Wohin fährst du? Ich fahre nach Deutschland. Wohin fährst du? Ich fahre nach Deutschland. Where going to? I am going to German. I am going to German. Dann, warum? Warum mean in English why? Why? Warum? Why? Warum kommst du heute nicht? Warum kommst du heute nicht? Denn ich bin krank. Denn ich bin krank. Why don't you come today? Why don't you come today? Because I am sick. Because I am sick. Warum kommst du heute nicht? Denn ich bin krank. Dann, wann? Wann mean when? Wann? When? Wann? Wann? Beispiele, wann kommt dein Onkel? Heute Abend. When is your uncle coming? This evening. Oder today evening auch. Wann kommt dein Onkel? Heute Abend. Dann, wann geht Ali in die Schule? Wann geht Ali in die Schule? When does Ali go to school? When does Ali go to school? Um 8 Uhr. Um 8 Uhr at 8 o'clock. Dann, wann fährst du nach Deutschland? Wann fährst du nach Deutschland? Am Montag. When are you going to Germany? On Monday. Wann fährst du nach Deutschland? Am Montag. Letzte, wann spielst du? When do you play? When do you play? Am Wochenende. On the weekend, on the weekend. Wann spielst du? Am Wochenende. Das ist der Ende. Danke, tschüss.